Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Sie scheinen ganz gut ohne mich klarzukommen. Armer Samuel. Carol. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich weiß nicht. Ich kann nichts dafür. Ich habe erfahren, dass du Miguel gestylt hast. Hörst du mir nicht zu? Ich sagte doch, dass ich nichts dafür kann. Hör auf, ich finde das prima. Wirklich? Hast du ihn gesehen? Noch nicht. Der kleine Schlingel versteckt sich. Um ihn zu finden, brauche ich deine Hilfe. Was kann ich tun? Das ist eine lange Geschichte, aber sagen wir, Harry braucht ein neues Outfit. Harry? Ich soll Harry aufbrezeln? Das ist unmöglich. Aber wieso? Und wenn es ihm nicht gefällt und er mir böse ist? Du weißt ja, wie aufbrausend er sein kann. Ich möchte mir auf keinen Fall seinen Zorn zuziehen. Komm schon, Carol. Wo bleibt dein Abenteuergeist? Abenteuergeist? Merkst du denn nicht, was das für eine Herausforderung ist? Es geht um Harrys Aussehen. Um Harry den Grießkram. Um Harry den... Spielverderber. Exaktamente. Du, Carol, du bist die Einzige, die ihn liebenswert machen kann. Zumindest äußerlich. Ja, das hätte Charme. Das ist wirklich eine Herausforderung. Einverstanden, wann fangen wir an? Also, erst muss er mir helfen, dann gehört er dir. Super. Ich habe schon eine vage Vorstellung. Ich sehe viele bunte Farben. Oh Gott. Hey, übertreib's nicht. Noch einer, von dem ich in den nächsten paar Monaten weggehen sollte. Harry. Also, was hat sie gesagt? Sie ist einverstanden, versprochen. Gut, das beruhigt mich. Also, geben Sie den Fotoapparat schon her. Ich sehe ihn mir an. Bitte. Oh, ja, verstehe, ganz klar. Wenn ich ein bisschen hier drehe und ein bisschen hier. Oh, du bist wieder borstig, ja? Geschafft, wie neu. Unglaublich, Sie haben es wirklich drauf. Okay. Den Schildern zum Rest wird folgen. Das sind diese Schilder hier. Die sehen auf jeden Fall. Obwohl schwer zu finden ist es eigentlich nicht. Also die Gegend absuchen, um den famosen Hinweis zu finden. Ich habe zwar kein Fernglas, aber ich habe einen Fotoapparat. Okay. Und hinter uns auf dieser Fahne ist eine Karte. Und ein paar Nummern. Auf die Fahne ist eine Karte gemalt und außerdem eine Zahl. 1309. Moment, das ist genau das Datum, an dem ich der Akademie beigetreten bin. Weißt du nicht, wie Miguel diese Karte auf die Fahne gemalt hat, aber das weiß ich schon. Okay. Upsi. Ich dachte, das wäre ein Bauweg. Kann ich vielleicht den guten Baum draufholen? Nein. Nope.
bin eigentlich ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, warum ich bei altem Baum war. Right. Ich glaube, ich habe den Tempel schon gefunden, aber ich habe keinen guten Blickwinkel. Nee. Ich habe hier noch ein Spazierritt frei. Na, hier sind wir, okay. Ein kleines Kreuz. Und damit diese Absperrung hier gemeint. Eine Kette mit Kurzschloss verschließt das Gitter. Na bitte, drei Hinweise. Einer für die Offenbarung, einer für den Zweifel und einer für die Entscheidung. Und meine Entscheidung ist gefällt, Miguel. Sie sollten mir jetzt in diesem Augenblick etwas sagen, Herr Dichter. Ich... Sag es, ich will es hören. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch und das hat nichts mit deinem neuen Look zu tun. Eine schöne Cutscene. Ich habe versucht, nicht zu lachen. Okay. Putzen. Das letzte hat irgendwas mit Husten zu tun. Das erste weiß ich nicht. Okay. Wenn es Fohlen mit den Zähnen knirscht, hustet. Okay. Und jetzt die Medikamente gegen Grippe geben. Zu tun. Spiel. Ist von dem Kopf nach vorne weg. Aufstampft. Ich glaube, es hat nicht aufgestampft. Nein. Oder. Vielleicht doch. Also, was ist das? Ein Ball aufhängen. Also versuchen wir es mal mit dem Ball aufhängen. Die Option Ball aufhängen gibt es irgendwie nicht. Mal sehen, ob ich nicht endlich diesen blöden Tempel fotografieren kann. Ich weiß, ich habe ihn das letzte Mal gefunden. Nope. Oh ja, mit F könnt ihr die Kamera aufrufen. Ich weiß, als ich zum ersten Mal durchgespielt habe und die Flagge fotografieren musste, war meine Kamerarolle voll.
Okay. So viele Bäume im Weg. So viele Bäume. Jetzt sehe ich irgendwie einen anderen Blickwinkel oder sowas. Es ist auf jeden Fall der Tempel, aber da sind halt ein paar Bäume zu viel. Von hier, von da wäre es gut. Wenn ich da noch hinreiten könnte. Nope. Registriert die Kamera aber auch nicht, dass es der Tempel ist. Nee, egal. Okay. Mit dem Dünnier werde ich dann im nächsten Video anfangen.